Gespenstschrecken Animals Tiere Natur Selmgenzi Seltsamgenzi. Autor D. Seltsamgenzi. Die Gespenstschrecken oder Phasmiden, Phasmatodea, Syn. Phasmida sind eine Ordnung pflanzenfressender Insekten. Bereits in der im Jahre 1758 erschienenen 10. Auflage von Carl von Linnaeus, Systema Naturae, wurden die ersten drei Arten zunächst unter dem Gattungsnamen Gryllus beschrieben. Zurzeit, Stand 2010, sind fast 3.000 Arten bekannt. Insbesondere seit Ende des 20. Jahrhunderts werden jährlich wieder mehrere Dutzend Arten entdeckt. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu fast alle Vertreter leben in tropischen und subtropischen Gebieten, vor allem in der orientalischen Region. Charakteristisch für die Gespenstschrecken ist ihre im Vergleich zu allen anderen Insektenordnungen überdurchschnittliche Größe und die oft bizarre, an Pflanzenteile erinnernde Körperform. Nymphe eines wandelnden Blattes. Den Namen Gespenstschrecken, vom wissenschaftlichen Namen Phasmatodea, griechisch, Phasma gleich Gespenst, abgeleitet, erhielten diese Insekten aufgrund ihres Aussehens. Je nach Körperform und Größe werden bestimmte Arten auch, Stabschrecken, wandelnde Blätter, oder, wandelnde Äste, genannt. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu, wobei nur die wandelnden Blätter eine taxonomische Einheit bilden, nämlich die Phylloridea. Vielfach werden die Gespenstschrecken in der deutschen Sprache auch Stabheuschrecken oder Gespenstheuschrecken genannt, obwohl als Heuschrecken üblicherweise nur Vertreter der Langfühlerschrecken, Ensifera, und der Kurzfühlerschrecken, Callifera, verstanden werden. Letztendlich gehören Gespenstschrecken nicht einmal im wörtlichen Sinn zu den Schrecken, Gleichspringer, da sie nicht springen können und zur Fortbewegung meist nur langsam laufen oder klettern. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. Die wissenschaftliche Bezeichnung der Ordnung lautet Phasmatodea und geht auf Jacobson und Bianchi 1902 zurück. Bis heute findet man besonders im englischen Sprachraum und im Amateurbereich die Bezeichnung Phasmida Lerch, 1815, welche aber als falsche Ableitung des oben erwähnten Wortes Phasma gilt und in Phasmatodea korrigiert werden musste. Außerdem ist auch der 1915 von Crampton erstmals verwendete Name Chiloitoptera ein Synonym zu Phasmatodea. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu. Besonders schwierig ist die Verwendung von Trivialnamen für einzelne Arten. Während im englischen Sprachraum meist sehr einheitliche Namen für die jeweiligen Arten verwendet werden, sind im Deutschen häufig Fantasienamen und Sammelbezeichnungen im Umlauf. So werden mit dem Namen Riesengespenstschrecke verschiedene Arten bezeichnet, die häufig nur die Größe gemeinsam haben. Gleiches gilt für viele große stabförmige Arten, die meist als Riesenstabschrecken angesprochen werden. Mit dem Namen Dorngespenstschrecke ist in der Regel Eurycanta calcarata gemeint. Aber auch dieser Name wird gelegentlich für ganz andere Arten verwendet, so etwa für Heteropterix dilatata, Aretaon asperimus oder gar Extatosoma tiaratum. Ebenso problematisch kann die Verwendung von Landes- oder Regionsnamen in der Artbezeichnung sein, da in bestimmten Verbreitungsgebieten Dutzende oder gar Hunderte Arten vorkommen können. Eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu. Oft wird sehr oberflächlich mit der Zuordnung von Namen zu Arten oder höheren Taxa umgegangen. So geht beispielsweise aus dem Vergleich verschiedener Publikationen nicht hervor, ob mit Baumhummer nur die Art Dryocoelus australis gemeint ist oder ob auch andere Vertreter der Unterfamilie Eurycanthinae so angesprochen werden. Eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu eckige Klammer auf 6 eckige Klammer zu. Merkmale eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Körperform, Färbung und Größe eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Gespenstschrecken können extrem lange und dünne, Stabschrecken, blattartig verbreitete, wandelnde Blätter oder anders geformte Körper haben. Mit ihrem Habitus ahmen sie fast immer Pflanzenteile, wie Rinde, Zweige, Äste oder Blätter in ihrer Umgebung nach,
Phytomimese. Durch diese Tarnung sind sie insbesondere für ihre Fressfeinde nur schwer zu entdecken. Die Beine sind im Gegensatz zu denen der Heuschrecken nicht zu Sprungbeinen umgebildet, werden aber häufig in die Tarnung einbezogen. Der Körper ist oft mit Dornen, Stacheln oder Tubakeln bedeckt. Die Grundfarbe von Gespenstschrecken ist meist braun oder grün, wobei neben allen Übergängen auch weiße, gelbe, rote, blaue und schwarze Körperzeichnungen auftreten können. Die Körperlänge von Gespenstschreckenarten kann zwischen 15 und 328 mm betragen. Damit sind selbst die kleinsten Vertreter verglichen mit denen anderer Insektenordnungen relativ groß. Die bisher kleinste bekannte Art ist Meniphasma prima, von der bisher nur ein 17,5 mm langes Weibchen bekannt ist. Die Männchen dürften noch etwas kleiner sein. Weitere kleinbleibende Arten finden sich in den Gattungen Gryloclonia und Omatopsoides. Eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu als längste Gespenstschrecke und damit auch als die längste rezente Insektart gilt die im Jahre 2008 von Philipp Brack beschriebenen Art Phobetecus cani. Das beschriebene Weibchen dieser Art hat eine Körperlänge von 328 mm und einer Gesamtlänge von 570 mm. Auch die Weibchen verschiedener anderer Phobetecus-Arten erreichen über 300 mm Länge. Die Männchen bleiben bei diesen Arten deutlich kleiner. Im Falle von Phobetecus cani ist das beschriebene Männchen lediglich 132 mm lang. Das größte bekannte Phasmidenmännchen, und somit auch das längste rezente männliche Insekt, ist Phryganistria häusii, bei welchem eine maximale Körperlänge von 250,5 mm und eine Gesamtlänge von mehr als 470 mm ermittelt wurde. Eckige Klammer auf achteckige Klammer zu eckige Klammer auf neuneckige Klammer zu. Kopf, Kaput und Fühler eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Der Kopf der Phasmiden ist nach vorn gerichtet und meist so beweglich, dass nur er bei der Nahrungsaufnahme am Blattrand entlang bewegt wird, während der Körper in Ruhe verharrt. Ihre Mundwerkzeuge sind vom kauentbeißenden Typ. Diese sind charakterisiert durch je ein paar Oberkiefer, Mandibeln, und ein paar Unterkiefer, Maxillen, die von den Seiten her zugreifen. Unpaarig ist dagegen die Unterlippe, Labium, und die darüber liegende Zunge, Glossa, mit den beiden Nebenzungen, Paraglossiae, sowie die Oberlippe, Labrum. Die Antennen sind, wie die aller Insekten, als Geißelantennen ausgebildet. Das erste Glied, welches als Basal- oder Schaftglied, Scapus, bezeichnet wird, besitzt als einziges Muskulatur. Es ist häufig verbreitert und deutlich von allen anderen Fühlergliedern zu unterscheiden. Das zweite, sogenannte Wendeglied, Pedicellus, ist zusammen mit allen anderen Gliedern, Phlegelomere, die die Geißel bilden gegenüber dem Scapus beweglich. Die Geißel kann in ihrer Länge und der Anzahl der Glieder sehr stark variieren. Das Spektrum reicht von sehr kurzen Antennen mit 8 Gliedern bis hin zu langen Antennen mit etwa 100 Gliedern. Eine Ausnahme hinsichtlich des Fühlerbaus bilden die beiden Vertreter der Gattung Paragongylopus, deren Fühler aus nur 3 Gliedern bestehen. Während die ersten beiden Glieder